Herzlich willkommen bei Tutopus TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man bei einem Samsung Galaxy S5 Mini das Glas wechselt. Übrigens, in meiner Videobeschreibung findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Also lasst keine Zeit verlieren und direkt mal mit der Reparatur beginnen. Los geht's! So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Samsung aus. Anschließend nehmen wir einen gewöhnlichen Föhn und hitzen das Glas auf ca. 80 Grad. Wenn ich weiß, wie heiß das ist, es ist ziemlich heiß, man verbrennt sich schon die Pfoten an dem Handy, also vorsichtig. Nehmt jetzt ein spitzes Werkzeug und versucht die kleinen Glassplitter ganz vorsichtig zu entfernen. Achtung, auf keinen Fall zu viel Druck ausüben, die Glassplitter lösen sich wie fast von selbst. Auf der unteren Seite müsst ihr besonders aufpassen, denn darunter befinden sich die Home-Tasten, die ihr ganz leicht abreißen könnt. Anschließend wagen wir uns an die großen Glassplitter. Dazu empfehle ich euch entweder einen Faden oder eine Spielkarte. Ich persönlich bevorzuge die Spielkarte. Damit geht ihr vorsichtig unter dem Glas und trennt es von dem Kleber. Achtung, ihr dürft das Glas während der Reparatur nicht abkühlen lassen. Das Ganze macht ihr so lange, bis alle Glassplitter entfernt sind. Das kann eine Weile dauern, deswegen bleibt dabei geduldig. Im nächsten Schritt müssen wir die restlichen Klebereste entfernen. Ich empfehle euch, den Kleber mit euren Fingern abzurubbeln. Danach die Fettflecken mit Isopropanol und einem Mikrofasertuch reinigen. Wenn wir es dann geschafft haben, das Glas komplett zu trennen, prüfen wir einmal, ob das Display und die Touchfunktion noch gehen und siehe da, es funktioniert noch wunderbar. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr die Reparatur beendet. Ihr könnt jetzt das Glas einfach drauflegen und feste kleben oder ihr benutzt Loka UV-Kleber. Ich empfehle euch, erstmal das Glas nur draufzulegen, das funktioniert genauso gut. Solltet ihr nicht zufrieden sein, könnt ihr später noch die zweite Methode mit Loka UV-Kleber befolgen und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Danach bekleben wir mit doppelseitiges Klebeband den kompletten Mittelrahmen. Bitte achtet darauf, keine Kameras oder Sensoren zu bekleben. Dann nehmen wir UV-Kleber und lassen es vorsichtig in einer Knochenform drauffließen. Jetzt nehmen wir das neue Glas und lassen es langsam und vorsichtig runtergleiten, bis es Kontakt zum Kleber hat. Bitte achtet darauf, dass keine Blasen entstehen. Anschließend drücken wir den Kleber sanft mit unserem Finger in die Ecken. Wenn der Kleber kurz davor ist, die Ecken zu erreichen, schalten wir die UV-Lampe an, halten das Handy darunter und drücken erst dann den Kleber bis ganz in die Ecken. Danach das Samsung für 5 bis 10 Minuten unter der UV-Lampe komplett aushärten lassen und das war's. Jetzt befreien wir das Gerät noch mit einem Tuch von dem am Rand ausgelaufenen Kleber. Als letztes prüfen wir noch, ob wir alles richtig gemacht haben. Wenn ja, sollte euer Samsung Galaxy S5 Mini wieder aussehen wie neu. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Auf dieser Seite kommt ihr zu weiteren Tutorials zu eurem Gerät und auf der anderen Seite kommt ihr zu weiteren Tutorials auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, wo ich denn vertreten bin und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.